Herzlich willkommen zur 10. Folge unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler beim Marketing bei deiner Webseite. Und heute wieder dabei ist Christoph Schwinghammer als Geschäftsführer und Marketing- und Verkaufsarchitekt bei der Digitalagentur 360 Karat. Und heute geht es darum, was viele Menschen auch bei der Webseite falsch machen, wenn es um die Steuerung geht. Stell dir einfach mal vor, du gehst auf ein Kreuzfahrtschiff, gehst auf die Brücke, willst dem Kapitän guten Tag sagen und da steht der Hilfsmatrose Willi, der überhaupt gar kein Patent hat, keine Kompetenz hat. Und was das bedeutet, übertragen auf deine Webseite und deinen Marketingerfolg, wird dir jetzt Christoph sagen. Ja, danke Daniel. Und zwar stell dir einfach mal vor, du willst Marketing machen, aber sagst, es darf nichts kosten. Und wer kriegt denn diese Aufgabe? Der Azubi, die Freundin, der Bekannte. Genau, also der Willi. Und der Willi, der hat aber nicht das ganze Verständnis, was man dafür benötigt. Zumindest die Richtung muss erkennen. Und das ist halt schwierig, auch jetzt einen Praktikanten dafür zu nutzen, der jetzt nicht die Erfahrung hat. Und das ganze Marketing heißt ja nichts anderes, als dass dein Unternehmen vom Markt gesteuert wird. Das heißt, du musst den Markt richtig gut verstehen. Diese einzelnen Maßnahmen, auch die du dann umsetzt, um den Markt bearbeiten zu können, musst du verstehen. Und deswegen ist es Chefsache. Der Chef muss verstehen, was auf dem Markt passiert, was für Marketingmaßnahmen umgesetzt werden sollen, was sie bringen sollen, was erwartet wird. Mhm. Und dann kann er erst im nächsten Schritt dem Praktikanten sagen, setz das um. Aber er muss klare Vorgaben machen, er muss klar sagen, wo die Reise hingehen soll und wie es auch umgesetzt werden soll. Und dann kann es der Praktikant machen. Und der größte Fehler, den ich da sehe, ist, wenn man sagt, ja, lieber Praktikant, mach mal das Marketing. Hast du vielleicht schon mal gehört? Oder ja, mach mal unsere Facebook-Seite. Oder ja, mach mal unser Google My Business-Profil. Hm. Der Praktikant weiß nicht genau, auf was er achten muss, nimmt irgendwelche Bilder und dann wird es passieren, nämlich nichts. Ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Hochseefischer, der selbst nicht am Sonar sitzt und gar nicht weiß, wo die Fischschwärme sind. Oder der zwar die Fischschwärme vielleicht entdeckt, kann der Azubi ja auch raufgucken, oder sind Fische. Ja. Und dann sieht er, dass das vielleicht Makrelen sind und geht dann nach vorne ans Bug und nimmt die Walharpune und will jetzt auf Makrelen schießen. Ja. Wird natürlich keinen Erfolg haben, genauso wenig, als wenn ich jetzt da am Sonar jetzt einen großen Schwarm an Walen sehe, zwar verboten sind zu jagen, aber fürs Beispiel jetzt mal erlaubt sind. Und dann nehme ich einen, weiß ich nicht, einen Angelhaken. Da wird natürlich kein Wal anbeißen. Also mein gesamtes Marketing, meine gesamte Expedition-Kampagne wird ja ein Fehlschlag, wenn ich diese kleinen Fehler alle mache, oder? Auf jeden Fall. Deswegen entweder sagt einfach der Geschäftsführer, wie genau der Fisch geangelt werden soll, mit welchem Haken, mit der Harpune oder auch mit einem ganz normalen Netz. Mhm. Oder man holt sich jemanden, der auch weiß, wie man Fische fängt, mit welchem Werkzeug und setzt es dann auch um für jemanden. Also da hat man verschiedene Möglichkeiten. Das Schlimmste ist einfach zu sagen, zu irgendjemandem zu sagen, mach mal. Am besten zum Praktikanten. Das wird scheitern. Das kann ich dir garantieren. Da kannst du das Geld auch woanders investieren. Also wie wir gesehen haben, ist das auch ein großer Fehler, der natürlich entweder von Menschen gemacht wird, die nur hübsche Webseiten machen können oder wenn man seine Webseite selbst macht, dass man so komplett vergisst herauszufinden, welche Fischschwärme will ich überhaupt angeln, jagen oder mit dem Netz aus dem Wasser befördern und wie will ich dann überhaupt dabei vorgehen, welche Köder, welche Schiffe, welches Equipment setze ich dabei ein. All das ist, wie Christoph heute gesagt hat, Chefsache. Das bedeutet also, du brauchst selbst, entweder wenn du das Wissen hast, die entsprechende technologische Ausstattung oder du brauchst sogar jemand wie Christoph Schwinghammer, der als Marketing- und Verkaufsarchitekt dir dabei hilft, überhaupt das Ganze aufzubauen, in Betrieb zu nehmen, zu optimieren, bis du deine Umsatzziele erreichst. Also vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag heute und dich lade ich jetzt ein, bevor Christoph uns sagen wird, was beim vorletzten Teil Thema ist, auch das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen. Und wir sind jetzt ganz gespannt auf den 11. Teil. Im nächsten Teil wird es darum gehen, wie du dich schützt, die falschen Vorbilder zu wählen für dein Unternehmen.